Hey Leute, heute will ich euch mal nach vielen Fragen und nach viel, ich nenne es mal Nachfrage einfach, zeigen, wie ich meine Bilder so bearbeite. Ich werde euch zeigen, was ich alles in meinem Stacking-Programm mache, sprich hier ein Astro-Pixel-Prozessor. Dann werde ich rübergehen zu PixInsight und werde euch da zeigen, was ich mache mit dem Bild, was aus Astro-Pixel-Prozessor rausgekommen ist. Und dann, wenn ich mit PixInsight fertig bin, gehe ich rüber in Photoshop und mache da, würde ich sagen, die finalen Schritte, nenne ich es einfach mal, ne? Also, ohne um den heißen Brei rumzureden, würde ich sagen, wir fangen an hier einen Astro Pixel Prozessor. Das, was ihr jetzt hier seht, ist eine 5 Minuten Einzelbelichtung, was mich tatsächlich schon ziemlich begeistert hat, weil man sieht halt einfach hier schon Strukturen in den dunklen Nebeln oder auch hier in dem Irisnebel sieht man einfach schon die Strukturen hier ringsherum. Und das ist jetzt ein unkalibriertes Bild. Ich habe natürlich einmal hier ein Master Flat erstellt von der Nacht, damit die Vignette rausgerechnet wird und die einzelnen Staubkörner rausgenommen werden. Dann habe ich 30 Darks gemacht, einmal als ich angekommen bin bei der Location. Da war die Temperatur gleich. Wir hatten ungefähr minus 5 Grad dort oben. Also Anfang, als wir angekommen sind, war es minus 3 Grad und dann im Laufe der Nacht ging es stabil auf so minus 5, minus 6 Grad runter. Also ich konnte einfach die Flats, ich habe glaub 10 Stück davor gemacht, 5 Minuten. Dann als wir abgebaut haben, habe ich glaube 5 oder 6 Stück gemacht und dann auf dem Heimweg habe ich einfach im Kofferraum noch weiterhin Flats gemacht. Da hinten im Kofferraum, da ist es ja eigentlich temperaturstabil. Ich habe auch die Heizung im Auto nicht wirklich aufgedreht, wenn die Temperatur möglichst gleich bleibt. Und so sieht eben die Flats aus. Und was mich tatsächlich ein bisschen gewundert hat, das ist mir noch nie aufgefallen oder allgemein, weil ich ja noch nie Darks gemacht habe. Ich habe hier so einen ganz komischen Strich in den Darks drin und hier ist auch immer so ein komischer Balken drin. Ich weiß nicht, ob das irgendein Lichteinfall ist von der Modifikation, was ich aber irgendwie unlogisch finde. Oder ob vielleicht mein Kameradeckel, den ich drauf hatte, dass dort irgendein kleiner Riss drin ist, wo minimal Licht reinkommt vielleicht. Also ich habe keine Ahnung, aber im Prinzip ist es ja scheißegal, weil wenn das hier drin ist, dann wird das höchstwahrscheinlich auch in den Lightframes mit drin sein, auch wenn man es nicht wirklich sieht. Obwohl, naja, keine Ahnung. Jedenfalls, da war das mal, hier ist das Master Dark. Und dann natürlich auch noch die BIOS-Bilder. Und das habe ich dann natürlich von den ganzen Bildern hier abgezogen. Wenn ich es mal hier umstelle zu der kalibrierten Version, man sieht, die Vignette ist wunderbar weg und der ganze andere Schmutz wie die BIOS und die Darks, das ganze Rauschen davon wird auch abgezogen. Und ich finde, jetzt sieht man halt sogar noch mehr, dass da einfach schon Strukturen drin sind. Vor allem hier rechts sieht man das echt gut. Ich muss es nochmal erwähnen, das ist eine Einzelbelichtung, 300 Sekunden auf F6. Das zeigt halt einfach, wie gut, erstmal wie gut der Himmel war, unter dem ich fotografiert habe. Das war ein guter Bortle 4 Himmel. Und davon waren halt, von den 6 Stunden insgesamt knapp, waren halt, würde ich sagen, 2 Stück sogar noch schlechte, in Anführungszeichen schlechte Bilder, weil die bisschen in der Lichtverschmutzung noch drin waren und es war noch 20% Mond am Himmel, also waren die noch ein bisschen schlechter. Aber ich denke mal, das ist jetzt relativ egal. Und wie gesagt, ich habe 70 davon gemacht und die dann hier in Astro-Pixel-Prozessor zusammengesteckt und das, was Astro-Pixel-Prozessor rausgespuckt hat, ist dieses schöne Bild hier. Und das sieht schon, finde ich, ziemlich gut aus. Klar, es ist ein Helligkeitsgradient drin, aber ich würde sagen, mit dem Bild kann man schon wirklich sehr, sehr gut arbeiten. Zumal das hier einfach wirklich, wirklich richtig, richtig gut aussieht. Und ich würde auch sagen, wir fangen genau hier, fangen wir einfach an. Ich versuche es jetzt so gut wie es geht, zu meinem Originalbild quasi nachzubearbeiten. Aber im Prinzip sind die Schritte eigentlich immer gleich, die ich mache. Das erste Mal, was man sieht, durch die Überlagerung sind die Bilder nicht komplett übereinander, 100%, und dadurch, dass ich gedithert habe, sprich ich glaub, alle 4 Bilder habe ich den Ausschnitt ein bisschen versetzt, damit das Rauschen besser rausgerechnet wird, müssen wir jetzt erstmal das Bild ein bisschen beschneiden. Dafür nehme ich einfach ganz grob immer ein bisschen in die Ecken rein und dann tue ich das einmal kroppen, bevor ich das mache. Genau das wollte ich verhindern, damit dieser scheiß Ton nicht kommt. Ich glaube, den hört ihr gar nicht, weil ich habe den Desktop-Sound ausgestellt, aber
würde immer empfehlen, bei AstroPixel-Prozessor in der Config diesen scheiß Bestätigungston auszumachen, weil der echt ekelhaft ist. So, jetzt nochmal. Erstmal das Bild beschneiden. Und einfach Crop OK. Ich will es als Fits abspeichern. Und dann muss ich es neu laden. Und jetzt ist der Rand auch schön weg. Und jetzt kommt mein Lieblingstool. Jeder, der AstroPixel Prozessor kennt, weiß, was Remove Light Pollution macht. Und zwar werde ich jetzt, ich gehe mal kurz hier rein, werde ich jetzt vom Hintergrund oder zumindest von dem, was ich denke, was Himmelshintergrund ist, also sprich einfach so eine Fläche hier, halt nicht was Nebel ist, sondern was normal Hintergrund ist, werde ich solche grünen Kästchen aufziehen. Das mache ich im ganzen Bild, in jede Ecke am besten, in alle möglichen Flächen. Und dann wird das Programm mir den kompletten Hintergrund einmal flach ziehen, sprich einmal den Helligkeitsgradienten wird er mir entfernen und alles, was er denkt, was Hintergrund ist, einfach quasi einfach ebenen, damit es einfach eine flache Fläche ist. Ihr werdet sehen, was ich meine. Was würde ich das hier mal kurz berechnen lassen? Und es dürfte eigentlich schon gut aussehen. Ja, da sieht man schon, wie gut es funktioniert. Und es ist halt wirklich sehr, sehr gut. Hier rechts würde ich vielleicht noch eins machen. Aber an sich, ich muss es nochmal kurz durchrechnen. Für die, die dieses Programm jetzt nicht kennen, diese grünen Kästchen, die ich aufgezogen habe, manche davon sind jetzt gelb und manche sind rot. Und was das eigentlich bedeutet, ist, dass er denkt zumindest, dass im roten Bereich Nebel drin ist. Was es in dem Fall nicht ist und in dem rechten Fall, glaube ich, auch nicht so richtig. Aber im Prinzip mache ich es immer so, wenn es gut aussieht, dann lasse ich es einfach so. Und das würde ich jetzt einfach neu abspeichern. Und dann immer das Bild reinladen. So, jetzt haben wir das Bild. Und was wir jetzt noch machen müssen, das könnten wir auch in PixInsight machen. Ich mache es aber eigentlich, weil wenn ich schon in AstroPixel Prozessor bin, kann ich es auch hier machen. Mache ich quasi die Farbkalibrierung. Das geht hier über das Calibrate Star Colors. Und da werde ich jetzt einfach unten rechts, ich mache einfach meistens vier große Kästchen über alles Mögliche. Damit der anhand von den Sternen, die da drin sind, einfach die Farbe, quasi den Weiß, quasi wie in der Fotografie den Weißabgleich bestimmen kann, wie die Farben aussehen sollen. Und ich würde euch fast schon sagen, dass das im AstroPixel-Prozessor zu 99% der Fälle eigentlich immer gut funktioniert. Eigentlich würden auch, ich glaube, der hat auch gesagt, dass es mit weniger Kästchen geht, aber jetzt sieht man hier, hat der jetzt die Farben angepasst und das stimmt so. Also ich vertraue dem Programm, was er daraus sagt, und wenn man sich das vorher nachher anschaut, dann sieht es in den meisten Fällen noch besser aus. So, erstmal kurz das vorher nachher. Und das ist jetzt hier das vorherige. Im Prinzip ist es richtiger vom Anschauen her, aber die Sternfarben sind in der Version quasi richtiger. Und jetzt ist hier vielleicht ein leichter Grünstich drin. Also ich sehe das zumindest an meinem Monitor, dass jetzt hier das Bild ein bisschen grüner geworden ist. Aber das ist kein Problem. Das wird später in PixInsight wird das rausgenommen. Und mehr mache ich eigentlich nicht in AstroPixel Prozessor. Und mit dem Bild werde ich jetzt in PixInsight rübergehen. So, jetzt sind wir in PixInsight angekommen. Habe das Bild auch schon reingeladen und wie man sieht, sieht man nichts. Das ist eigentlich typisch für die Leute, die sich mit Deep Sky Astrofotografie auskennen und auch mit solchen Programmen arbeiten, die wissen, was das jetzt hier für ein Anblick quasi ist. Und zwar ist das jetzt hier eigentlich das richtige RAW-Bild. Wenn ich jetzt mal hier auch im Astropixel-Prozessor nochmal zurückgehe, sieht man hier rechts ist quasi die Stärke, wie stark er das Bild strecken soll. Wenn ich jetzt hier No-Stretch angebe, ist das Bild genau gleich wie hier. Und das ist quasi die pure RAW-Ansicht. Und jetzt kann ich hier oben rechts mit dem Monitor und mit dem Nuke-Symbol kann ich das Bild strecken, beziehungsweise eine Vorschau erstellen, wie es gestreckt aussieht. Und damit kann ich jetzt arbeiten. Wichtig, muss ich schon mal erstmal direkt sagen, kleiner Disclaimer davor, vorneweg, ich bin kein PixInsight-Profi. Ich kenne das Programm nicht in- und auswendig. Ich habe jetzt mit dem Programm ungefähr 2 Monate grob eine Erfahrung sammeln können und das nicht so wirklich viel, da ich bisher eigentlich nur drei,
drei, vier Bilder wirklich bearbeitet habe und auch nicht wirklich, ich würde mal sagen, exzessiv mit all den krassen Prozessen, die es in dem Programm gibt. Was ich aber auch tatsächlich nicht schlimm finde, weil eigentlich ist mein Approach oder halt mein Ziel, es ist eigentlich mit so wenig wie möglich Aufwand, ich nenne es mal mit moderatem Aufwand, im besten Fall weniger, so wenig wie möglich halt, einfach ein gutes Bild zu erzeugen. Und ich kann halt jetzt schon sagen, anhand von dem, was ich hier sehe, werde ich keinen wirklichen Aufwand brauchen. Und das ist halt wirklich ein Ziel, was man sich selbst setzen muss. Einfach so viel Belichtungszeit sammeln, dass man einfach gefühlt keine Nachbearbeitung mehr wirklich machen muss. Und zu dem Disclaimer noch hinzu. Wie gesagt, ich bin in dem Programm kein Profi, sprich alles, was ich jetzt gleich sage mit den ganzen Prozessen, kann richtig sein, kann aber auch nicht so 100% richtig sein. Beziehungsweise, ich werde es so erklären, wie ich es für mich verstehe und wie ich es für mich anwende. Es kann aber auch komplett anders gemacht werden. Wenn halt so quasi jemand sagt, okay, das, was ich mache, ist nicht 100% richtig, dann liegt es halt einfach daran, dass ich das Programm noch nicht so gut kenne. Naja, egal, wir fangen jetzt mal an. Das Erste, was ich jetzt machen würde, ist erstmal Entrauschen. Da wir jetzt hier in dem Vorschau-Stretch sind, will ich das Bild erstmal entrauschen und das sollte man immer machen, bevor man das Bild final streckt. Ich kann jetzt mal kurz zeigen, was ich immer meine mit dem Strecken. Wenn ich jetzt hier mal das Histogramm aufrufe von dem Bild, dann sieht man, dass eigentlich nur hier so ein minimaler Ausschlag ist und das, was man hier sieht, alles, eigentlich müsste das Histogramm ja ein richtig schöner, breiter Berg sein und das ist halt alles in diesem kleinen Strich, ist einfach die ganze Information drin und mit dem Stretchen, mit dem Auseinanderziehen vom Histogramm tun wir eben diese ganzen Details rausholen. Und eben da das jetzt hier nur eine Stretch-Vorschau ist, sieht man auch, dass das Histogramm sich nicht verändert und deswegen kann man auch quasi, bevor man überhaupt das Bild quasi bearbeitet, schon mal vorbearbeiten, was halt ein paar Vorteile mit sich bringt, vor allem beim Entrauschen, da man dieses Rauschen, was man hier jetzt entfernt, später dann, wenn man das Bild stretcht, entweder nicht drin hat oder nur verschwächt, halt schwächer hat. Also, würde ich sagen, fangen wir mal an. Lass das jetzt hier mal nebenbei offen. Ich hole mir jetzt erstmal, mache jetzt hier mal eine kleine Preview. Am besten, wo Hintergrund, also ist wahrscheinlich sogar noch eigentlich eine falsche Preview oder keine richtige. Am besten immer eine Preview machen, wo Nebel und Hintergrund ist. Also so mache ich das immer. Zum Beispiel jetzt hier. Hier habe ich einmal einen Dunkelnebel-Ausschweif drin und Hintergrund. Und jetzt hole ich den Multiscale Medien Transform Prozess raus. Und was ich jetzt hier angeben kann, ich kann halt erstmal das Rauschen, kann ich erstmal auf das ganze Bild anwenden, also auf alles, Farbe und Luminanz. Oder ich mache erst das Farbrauschen und dann das Luminanzrauschen, also das Helligkeitsrauschen. Und ich fange immer an mit dem Farbrauschen. Was ich jetzt hier machen kann, ist, ich habe hier die verschiedenen Layers oder die verschiedenen Ebenen von dem Bildrauschen. Was das heißt, ist, das Bildrauschen in Bildern ist immer in verschiedenen quasi Rauschstufen aufgeteilt. Es gibt hochfrequentes Rauschen, dann gibt es, so niedrigfrequentes Rauschen. Und was das eigentlich aussagt, ist, dass zum Beispiel jetzt diese dunkleren Pixel hier, dass die jetzt hier zum Beispiel hochfrequenteres Rauschen sind. Alles, was ich nenne es mal feiner ist, ist hochfrequent und alles, was mehr so, ich nenne es mal softeres Rauschen ist, ist halt niedrigfrequentes. Und das kannst du das kann man halt über diese Ebenen einzeln steuern. Was ich jetzt mache, ist einfach mal, weil ich weiß das vom vorherigen Versuch, ich brauche eigentlich nur die ersten zwei anklicken, vielleicht auch noch die dritte, ich versuch's mal und dann mache ich eigentlich bei allen den Threshold erstmal hoch und da das eine Preview ist, geht es auch schnell und ich teste jetzt erstmal, wie das aussieht. So, jetzt ist er fertig und was man jetzt schon direkt sehen kann, dass das Farbrauschen gut rausgenommen wurde. Ich weiß nicht, wie gut man das bei YouTube sieht, aber dieses feine
Farbkräuseln ist echt sehr gut rausgekommen. Und ich bin mit dem Ergebnis jetzt sogar schon happy, weil ich werde später in Photoshop, werde ich nochmal extra eine Rauschreduzierung im Camera Raw Filter machen, weil ich finde, der ist für Farbrauschreduzierung nochmal einfacher und besser, finde ich fast schon. Auf jeden Fall, da ich das jetzt so hier einfach habe mit den Einstellungen, kann ich jetzt hier aufs richtige Bild gehen und einfach die Einstellung auf das hier übertragen. Und dann ist es jetzt hier auch drauf. Okay, jetzt gehe ich rüber zum Luminanzrauschen und gehe dafür wieder in meine Preview rein und setze erstmal alles zurück. Ich stelle es wieder auf Luminanz. Und hier weiß ich auch vorhin aus Erfahrung, dass ich eigentlich nur die ersten drei brauche. Und dafür beim allerersten gehe ich auf ungefähr 4 hoch. Das Ding ist halt, wenn man sich mit dem Programm richtig gut auskennt, dann weiß man genau, für welche Situation man welchen Parameter irgendwie ändern muss. Was ich halt mache, da ich halt noch ein bisschen unerfahren mit dem Programm bin, oder mit den Einstellungen an sich, ich probiere einfach aus, was gut aussieht. Da ich in den Previews hier arbeite, kann ich immer schnell vorher-nachher checken und ich mache einfach irgendwas und schaue, bis es gut aussieht. Beziehungsweise ich weiß schon grob, welcher Slider, den ich hier bewege, was macht, aber halt nicht wirklich im kleinsten Detail. Und deswegen mache ich immer irgendwas, sage ich ganz ehrlich. Was ich auf jeden Fall immer mache, ich mache so gut wie bei jedem Prozess, wo ich die Stärke, den Amount einstellen kann, dann mache ich nie volle Pulle, sondern ich mache immer nur die Hälfte, wenn überhaupt. Und dafür dann lieber mehrmals. Auf jeden Fall habe ich jetzt die Einstellung und schau mal, was die machen. Okay, und ich finde, das sieht jetzt schon tatsächlich ziemlich gut aus. Wenn wir jetzt hier mal das Vorher-Nachher anschauen, hat er das Rauschen schon sehr gut minimiert. Das Ding ist halt, ich will das Rauschen ja nicht komplett rausnehmen, weil das, dann wird das Bild ja auch dann wird das Bild soft wieder. Und ich kann wirklich nur den Appell für jeden Menschen, der das Video jetzt schaut, geben: Versucht nicht, sofern es geht, Rauschen zu reduzieren mit irgendwelchen Programmen oder irgendwelchen Algorithmen, sowas wie Topaz AI oder sowas, oder sonstigen Programmen und Algorithmen, wie auch immer, sondern macht einfach mehr Belichtungszeit, sofern es halt möglich ist und am besten halt unter einem guten Himmel. Weil ich muss halt nochmal sagen, das sind halt 6 Stunden, klar, auch mit einer guten Kamera, mit großen Pixeln und einem relativ schnellen Öffnungsverhältnis von F6 bei meinem Teleskop, aber wenn es möglich ist, einfach mehr Belichtungszeit machen. Das ist eigentlich die einzige Rauschreduzierung, die wirklich natürlich ist. Auf jeden Fall muss ich sagen, ich bin mit dem Ergebnis jetzt eigentlich echt schon happy. Und ich werde das jetzt einfach auf das ganze Bild anwenden. So, da wir das jetzt gemacht haben, kann ich das aufschließen. Und eigentlich auch die Preview löschen. Wobei, ich lasse sie mal noch. So, auf jeden Fall. Das nächste, was ich jetzt noch mache, ist, weil ich habe ja vorhin angesprochen, dass das Bild einen leichten Grünstich hat. Das kann ich auch direkt mal entfernen. Indem ich hier mit dem SCNR-Prozess kann ich, wie es hier schon steht, Color to Remove. Und da ist normal auch grün eingestellt. Und das funktioniert wirklich super. Das ziehe ich jetzt einfach drauf. Und jetzt ist einfach das Grün raus aus dem Bild. Also jetzt hat es keinen Grünstich mehr und es ist halt einfach weg. Der Grund, warum man das Grün halt rausnimmt, erstens sieht es unnatürlich aus. Zweitens, es gibt halt de facto kein Grün. Zumindest nicht nach meinem Wissensstand gibt es eigentlich keine grünen Nebel oder Farben im kompletten Weltraum. Gibt es einfach nicht. Und deswegen macht man das einfach raus, weil es unnatürlich und nicht so hübsch aussieht. Jedenfalls sind wir jetzt fertig, würde ich sagen. Also mir fällt zumindest jetzt grob nichts ein, was ich noch machen könnte, was ich vor dem richtigen Stretchen des Histograms, des Bildes machen kann. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt zum Stretchen über. Und deswegen nehme ich den jetzt einfach mal raus. Und welchen Stretch ich benutze: Es gibt tatsächlich viele Möglichkeiten zu stretchen in PixInsight. Es gibt den ArcSyn H-Stretch oder ArcSyn H-Stretch oder ArcSyn Stretch, wie man ihn aussprechen will. Das ist meine Präferenz. Das ist, würde ich sagen, mit der beste, den man nehmen kann. Da kann man das über die Histogram Transformation kann man machen. Man kann einen Mask Stretch machen. Ich glaube, es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten, aber ich weiß gerade tatsächlich nicht welches. Ich glaube, über Curves Transformation kann man, glaube ich, auch strecken. Also man kann ganz viele verschiedene machen. Aber ich finde, dass der ArcSyn Stretch
Das werde ich dann noch erklären, warum der beste ist. Also, jetzt haben wir den Switch auf. Jetzt mache ich mal die Realtime-Preview an und ziehe einfach mal den Slider hoch, bis das Bild hell ist. Dann tue ich den automatischen Schwarzpunkt errechnen lassen. Und da man sieht durch die Warnung, dass der viel zu dunkel ist, gehe ich jetzt zurück und tue den jetzt so anpassen, bis er mir passt. Und man sieht schon, finde ich zumindest, also ich sehe es sofort, aber was dieser Stretch eben macht, ist, der tut die Farbe, die im Bild ist, nicht kaputt machen. Was halt passiert, wenn man zum Beispiel mit der Histogram Transformation, mit der hier, oder hier ist ja auch offen, wenn man mit der stretcht, verliert man Farben im Bild. Überall, wo halt Farbe drin ist, sprich in den Sternen verliert man Farben, hier in dem Nebel verliert man Farbe, überall eigentlich verliert man Farbe. Und das Problem daran ist halt, dass man eigentlich ja ein schönes, farbiges Bild haben will. Nehme ich einfach mal an, dass das so wie jeder haben will. Und das kann halt dieser ArcSign Stretch, der kann das halt wirklich gut quasi behalten, diese Farbe, ohne halt das Bild auch kaputt zu machen. Und zudem hat der auch noch eine höhere dynamische Reichweite, der Stretch. Wenn wir mal jetzt hier hinschauen, hat der, wie man sagt, merkt euch mal kurz das Bild hier. Und dann mache ich jetzt mal kurz die Realtime Preview aus. Die Einstellungen sind ja gespeichert. Dann strecke ich es jetzt nochmal. Allgemein auch die Sterne sind viel heller, viel prominenter und die haben halt auch einfach keine Farbe. Die haben keine Farbe drin. Oder auch der Nebel hier, der ist hier eigentlich schon fast ausgebrannt drin. Also nicht ausgebrannt, das kann man retten. Ist ja nur die Vorschau. Aber das ist halt einfach zu hell. Und wenn ich jetzt mal das rausmache, nein, nicht die Preview anmachen, und einfach diese Einstellung hier drauf ziehe, dann sieht man, voila, die Sterne sind erstmal viel kleiner und mehr im Hintergrund. Dafür haben die Sterne ihre Farbe, sprich ganz viele orangene, blaue Sterne sind dabei. Auch hier die großen, die sind bläulich, orangelich und halt einfach natürlich. Aber ich werde den Stretch, man kann das jetzt auch noch ein bisschen noch krasser machen, also natürlich nicht so. Muss mal wieder runtergehen. Man könnte es zum Beispiel so machen, aber das mache ich nicht, weil ich finde, dann wird er zu krass, der Stretch. Was ich jetzt dann immer noch mache, ist, bevor ich jetzt hier ran weitermache, werde ich erst nochmal die Farbsättigung erhöhen. Ja, ich gehe jetzt einfach mit Color Saturation, gehe jetzt rein und ziehe einfach die Farben hier einfach ein bisschen hoch. Überall. Ich ziehe die einfach hoch, dass das Bild. Hoppa. Wo ist in der Vorschau, ob das zu krass ist? Ne, das sieht aber eigentlich gut aus. Einfach, dass es schön farbig ist. Dann ziehe ich das auch drauf. Und dann mache ich den Rest. Ich habe sie hier auf. Mit der Histogram Transformation mache ich jetzt weiter. Auch wieder die Preview auf. Und dann ziehe ich es ein bisschen heller. Und dann setze ich den Schwarzpunkt neu, damit das Bild mit der Hintergrund wieder dunkler und neutraler wird. So, hätte ich gesagt, so sieht es schon ganz gut aus, auf jeden Fall. Für mich jetzt zumindest. So, das habe ich angewandt und jetzt haben wir das Ergebnis. Und ich muss ja jetzt schon sagen, das sieht wirklich einfach, es sieht einfach gut aus. Ich muss es halt nochmal erwähnen. Das sind 6 Stunden Belichtungszeit. Klar, guter Himmel und so weiter und so fort, aber es ist einfach ein gutes Ergebnis. Und damit kann man halt wirklich, wirklich, wirklich sehr gut arbeiten. Also, das nächste, was ich jetzt mache, ist, ich will die Sterne verkleinern. Ich will die ein bisschen mehr in den Hintergrund drücken, dass man mehr von den Nebelstrukturen sieht. Und wie ich das mache? Ich mache jetzt erstmal eine Sternmaske, denn ich möchte nur die Sterne verkleinern, nicht den Rest quasi. Also, jetzt haben wir hier die Sternmaske. Erstmal mache ich auch noch die Preview weg, weil dieses Kästchen nervt mich. Was ich jetzt hier mache, beziehungsweise mal kurz zum Zeigen, was viele machen ist, in Pixel Insight, das habe ich schon öfter gesehen, ich habe auch nicht, also klar, ich habe auch nicht den absoluten 100% Durchblick, aber was ich sehe halt oft, beziehungsweise ich habe einen guten Kollegen, der sich mit Pixel Insight sehr gut auskennt und der sagt halt auch, dass viele Leute einfach irgendwas machen in Pixel Insight und solange es halt halbwegs gut aussieht, ist es gut. Aber das ist jetzt hier zum Beispiel ein gutes Beispiel. Denn mit den Einstellungen hier wird die Sternmaske nie gut werden. Wenn man sich das mal hier anschaut, das ist einfach nur ein riesen Klecks an Wolken. Einfach
einfach eine weiße Masse, also mal zum zeigen, also zum erklären, das Schwarze ist quasi nicht markiert und das Weiße ist quasi ist quasi markiert in der Maske. Und eigentlich will ich ja nur die Sterne als einzelne Punkte haben, die ich dann verkleinere und nicht den Hintergrund, weil hier wird auch sehr viel Hintergrund noch mit drin sein. Und da muss man eben an den Parametern ein bisschen rumspielen. Und was ich weiß von meinem vorherigen Bild ist, dass ich mit einem Noise Threshold quasi, ich sag dem Programm, was alles ungefähr Hintergrundrauschen ist und was Sterne sind. Und wenn ich das jetzt so hier drauf ziehe, wird es schon gut werden, aber ich werde noch die Smoothness ein bisschen runternehmen, weil ich habe relativ scharfe Sterne. Dadurch, dass meine 7S sehr große Pixel hat, sind die Sterne auch ein bisschen kantiger. Da ich im Undersampling ziemlich stark bin, wie man sehen kann, die Sterne sind eigentlich eher Würfel fast schon, was halt echt krass ist. Jedenfalls muss ich die Smoothness, oder müssen muss ich nicht, aber ich werde die Smoothness noch ein bisschen runter machen und ich ziehe das einfach mal drauf. So, und wie man sieht, ist die Maske deutlich besser. Jetzt hat man wirklich von jedem einzelnen Stern, hat man jetzt so einen einzelnen Punkt, der sagt, okay, du bist ein Stern und nur dich möchte ich verkleinern. Was ich jetzt mache, ich ziehe die Maske auf das Bild drauf und kontrolliere auch nochmal, ob das wirklich stimmt. Und wie man sehen kann, es kommen nur die Sterne durch die Maske durch. Und da ich ja nur so nicht arbeiten kann, muss ich die Maske jetzt noch kurz ausschalten mit Steuerung K oder hier über die Maske Show Mask halt aus- und anmachen. Und jetzt kommen wir zum spaßigen Teil. Jetzt mache ich über die Morphological Transformation. Kann ich jetzt die Sterne verkleinern. Bei dem Operator, also bei der Ausführung, mache ich entweder die Morphological Selection oder die Erosion Minimum. Wir bleiben einfach mal bei dem hier. Ich werde es nicht erklären, warum. Ich muss auch zugeben, ich weiß auch nicht ungefähr, ich weiß nur grob den Unterschied. Aber die beiden funktionieren zumindest am besten für mich. Und ich werde bei dem jetzt einfach wie beim letzten einfach auch, also wie bei meinem originalen Edit, auch das Erosion Minimum nehmen. Dann, was man hier auswählen kann, ist, was der Prozess mit dem Stern macht, quasi wie krass er ihn verkleinert. Wenn man das mal sieht, ich habe hier 7 Elemente ausgewählt, in einem runden Profil, und dann sieht man, dass quasi, wenn der ganze Kasten ein Stern ist, tut er den so verkleinern. Wenn ich zum Beispiel mal 13 mache, sieht man, oh, der macht den ja deutlich kleiner, der macht quasi alles, was schwarz ist, tut er verkleinern von dem Originalstern. Oder auch so, und das ist halt zu krass. Eigentlich ist 7 auch optimal, weil ich zumindest für meinen Aspekt finde es mittlerweile sogar tatsächlich besser, wenn die Sterne im Bild drin sind. Ich will die nur ganz, ganz, ganz leicht in den Hintergrund drücken. Ganz, wirklich ganz subtil. Und deswegen werde ich auch hier die Stärke eigentlich auch nur so 40-50% stellen, einfach zum Testen, um zu schauen, wie es aussieht. Also ziehen wir das drauf. Und wie man sieht, hat das ein bisschen was gebracht. Jetzt mal vorher-nachher zeige. Hat tatsächlich nicht so ultra viel gebracht, aber auf jeden Fall ein kleines bisschen. Und damit bin ich fast schon happy. Das mehr würde ich tatsächlich gar nicht machen. Wir können immer einfach zum Spaß 100 machen. Also die volle Stärke. Und dann ist es halt, finde ich, schon zu viel. Weil dann tut er die Sterne nicht nur abdunkeln, nicht nur kleiner machen, sondern sie auch irgendwie abdunkeln. Und das sieht dann unnatürlich aus. Also mache ich das wieder rückgängig. Ja, aber so würde ich das jetzt lassen, das Bild. Tatsächlich sind diese 6 Prozesse eigentlich die einzigen, die ich benutze momentan so wirklich in PixInsight, um meine Bilder erstmal vom normalen, ungestreckten Zustand, vom linearen Zustand zum gestreckten Zustand zu bringen und dann das Grün entfernen, strecken und die Sterne verkleinern. Mehr mache ich eigentlich nicht. Und ich finde, mehr sollte man auch fast nicht machen, weil wenn man gute Daten hat, dann braucht man es halt auch einfach nicht. Man braucht halt dann einfach nicht mehr zu bearbeiten. Na jedenfalls, ich werde jetzt mit dem Bild in Photoshop reingehen und die letzten kleinen Anpassungen machen. So, jetzt sind wir in Photoshop angekommen. Und das Erste, was ich jetzt mache, ist erstmal das Bild anschauen und auf mich wirken lassen.
Was ich jetzt schon direkt sehe, ist, dass hier oben rechts noch ein paar, ich nenne es mal eine komische Ecke ist. Die ersten so ein bisschen magenta-stichig ist und auch dunkler. Dasselbe haben wir hier links ein bisschen. Das werde ich korrigieren. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen reinzoomen, wird man sehen, dass es noch deutliches Farbrauschen im Hintergrund gibt. Das sind ganz viele so komische Magenta-Stellen. Die möchte ich jetzt erstmal rausmachen. Das ist, finde ich, das Wichtigste. Und wie ich das mache, ist, im Prinzip könnte ich einfach über den Kamera-Raw-Filter, worüber ich es auch machen werde, einfach reinzoomen und dann über die Color-Noise-Reduction die Farbe rausziehen. Dann sieht man, dass es wirklich sehr, sehr gut die Farbe rausnimmt. Aber es tut auch die Sterne. Wie man sieht, hier ist es ein bisschen blau drumherum und das nimmt dann das Blau deutlich raus und das will ich eigentlich nicht. Sprich, was ich mache, ich dupliziere die Ebene und werde mir ganz einfach eine kleine Highlight-Maske machen um die hellsten Punkte, sprich um die Sterne und auch ein kleines bisschen um die Nebel drumherum, dass auch vielleicht ein bisschen Farbrauschen in den Nebeln noch mit rausgezogen wird. So. Und die Maske würde ich jetzt so nicht benutzen, sondern ich würde die jetzt erstmal noch ein bisschen anpassen. Ich würde die um ungefähr 2 Pixel, so wie ich es immer mache, erweitern. Und dann noch eine, sagen wir mal, 0,5 große Kante drum machen. Also halt nicht Kante, Weichzeichnung. Damit einfach da keine harte Kante entsteht, falls man eine sehen sollte. Und dann werde ich das als invertierte Maske, werde ich das auf die Ebene drauflegen und dann kann ich den Effekt wunderbar drauf machen, ohne dass die Sterne oder zumindest dass so wenig wie möglich von den Sternen angegriffen wird. Und dann machen wir mal 30. 30 ist ein gesunder Wert, würde ich sagen. Und wie man sieht, einmal vorher, einmal nachher, es nimmt es deutlich aus. Klar, er nimmt auch ein bisschen von diesem Braunton raus. Aber das kann ich ja, wieder reinbringen, indem ich die Farbsättigung wieder erhöhe später. Und was ich auch wahrscheinlich machen werde. So, das kann man eigentlich einmal zum Hintergrundebene zu einer neuen machen. Und das wird eigentlich so passen. So, das nächste, was ich jetzt machen will, ist, ich möchte die ganzen feineren Hintergrundnebelstrukturen ein bisschen feiner rausholen. Und die vorhandenen Strukturen noch ein bisschen mehr betonen bzw. verstärken. Und wie ich das mache ist, ich habe jetzt mir gerade schon mal das Bild entsternt quasi. Das mache ich mit Starnet. Über Starnet, wer das nicht kennt, das ist quasi einfach ein simples Programm. Also es ist eher weniger ein Programm, das ist eine Berechnung einfach, die mit einer künstlichen Intelligenz so eine Art gemacht wird, um einfach Sterne zu entfernen aus einem Bild. Das funktioniert nur so semi-gut manchmal. Wie man sieht, manchmal bleiben ja auch noch so Sterne über. Aber das ist jetzt für den jetzigen Demonstrationszweck nicht so schlimm. Eigentlich nicht, aber manchmal müsste man diese Sterne jetzt noch entfernen. Aber ich lasse es jetzt, weil es würde dem Bild eh nicht wirklich viel bringen, das jetzt wegzumachen. Also was ich jetzt mit dem Bild mache, ich ziehe dieses einfach auf das andere Bild einfach drauf. Und das Bild ist ja deckungsgleich, weil ich das ja einfach abgespeichert habe und direkt entsternt habe. Was halt übrigens auch ziemlich cool aussieht, muss man sagen. Weil dann sieht man halt mal, was alles für verschiedene Staubstrukturen dort in der Luft einfach sind. Oder halt in der Luft schon, dort im All oben sind. Jedenfalls, was ich jetzt mache, werde ich einfach einen neuen Ordner erstellen. Und dann noch eine Levels Adjustment. Und diesen Ordner stelle ich auf Screen. Oder auf Deutsch auf negativ multiplizieren. Und jetzt kommt der magische Trick. Jetzt nehme ich den Schwarzpunkt-Slider und ziehe den mal nach ganz rechts. Und wie man sieht, ist das Bild ganz normal jetzt. Und wenn ich jetzt wieder zurückkomme, dann sieht man irgendwann, wie die Strukturen aufgehellt werden. Und das ist halt ein echt ziemlich starkes Tool, finde ich. Also so wäre es jetzt, finde ich, zu krass. Aber ich würde sagen, so vielleicht. Wenn wir mal vorher nachher machen. Es wird einfach die Sachen, die schon da sind, verstärken. Und ich finde es sogar, wenn ich jetzt gerade mal hinschaue, ich finde es tatsächlich nicht mal so schlecht, dass der bei dem nur entsternten Bild so komische Halos um die Sterne macht. Ich finde, das macht irgendwas
cool ist, dass die Sterne so, dass sie so ein bisschen, dass sie so ein bisschen blauer sind. Weil ohne das sehen die nicht so bläulich aus mit dem Halo drumherum. Aber ich finde, das gibt den Sternen so einen kleinen extra Pop nochmal. Und zeigt halt, dass einfach die Sterne, dass Sterne auch farbig sind, was ich ziemlich cool finde. Aber ja, an sich würde ich das jetzt fast schon so lassen. Das nächste, was ich jetzt machen würde, ist erstmal den Schwarzpunkt nochmal anpassen, weil das Bild ist ziemlich hell. Der Hintergrund vor allem ist, finde ich, noch deutlich zu hell. Wenn man auch sieht, dass hier noch zwischen dem Anfang vom wirklichen Histogramm, vom richtigen Bild, ist halt noch so viel Freiraum, den ich eigentlich fast komplett wegmachen würde, aber dann wäre es, finde ich, zu dunkel. Ich werde es einfach mal ungefähr auf diese Helligkeit ungefähr bringen. Vielleicht so. Und dann passt es eigentlich. Was ich jetzt noch machen will, was mir beim anderen Bild nicht passiert ist, ich finde, jetzt ist dieser Staub ein kleines Ticken zu rot geworden. Zumindest auf meinem Monitor ist der ein bisschen zu rot. Also wenn ich jetzt mit einer selektiven Farbkorrektur in den Rottönen das ein bisschen rausnehmen. Nicht viel, aber ich würde sagen so 10, so 8%, finde ich. Das macht es schon, aber gehen wir mal auf so 15 hoch. Ja, jetzt finde ich es besser. Zumindest auf meinem Monitor sieht es so aus, als wäre es ein bisschen zu rot gewesen. Aber ja, das war es eigentlich tatsächlich fast schon. Mehr fällt mir jetzt spontan nicht ein, was ich halt zum allgemeinen Bild machen will. Was Einzige, was halt jetzt noch übrig ist, sind diese Ränder, die ich jetzt noch in den Griff bekommen muss. Ich würde jetzt hier einfach mal grob, weil ich finde, es geht in dieser Kante, geht es so runter. Werde ich, und auch hier links würde ich ungefähr so machen. Würde ich mir jetzt einfach grob, das war ein bisschen zu viel, zu aggressiv, würde ich jetzt zwei so Masken nehmen, so eine Doppelmaske, und würde die auf eine Farbtonsättigung-Korrektur drauf machen, würde in den Magentas das Magenta erstmal rausziehen, nicht ganz, aber ich würde sagen so 50% ungefähr oder vielleicht 70, und ich würde die Farbe davon einfach, den Farbton davon einfach ein bisschen anpassen, damit es mehr so aussieht, als wäre es im Hintergrund. Weil ich finde, wenn man es mal reingeht und vorher nachher macht, sieht man schon, dass es deutlich neutral ist. Vielleicht ist es ein bisschen zu grün. Das könnte sein, vielleicht ein bisschen zu grün. So vielleicht eher. Aber das müsste eigentlich passen jetzt. Und da die auch ein bisschen zu dunkel sind, die Ecken noch, würde ich die jetzt ein bisschen aufhellen. Nicht so stark. Einfach ein bisschen so. Was man halt jetzt sieht, ist halt, dass da jetzt die Kante entsteht durch die harte Maske. Und dann werde ich es einfach bei dem Feather, bei der Weichheit der Maske, einfach bei der weichen Kante einfach ein bisschen das hochdrehen, und dann sieht man das auch schon nicht mehr. Und so sieht man jetzt auch, dass die Kanten auf jeden Fall ein bisschen besser behoben worden sind. Hier oben rechts ist sie noch immer noch ein bisschen dunkel, aber ich lasse es einfach mal. Es könnte auch tatsächlich sein, dass es halt einfach da wirklich dunkler Hintergrund einfach ist. Weil an sich gibt es hier nicht wirklich Stellen in dem Bild, die komplett frei von Staub sind. Hier zum Beispiel ist vielleicht eine Stelle, die relativ frei von Staub ist, aber da ist es alles relativ mit diffusem Staub bedeckt tatsächlich. Aber ja, ich würde das Bild, glaube ich, jetzt tatsächlich so lassen. Mir fällt zumindest jetzt nichts mehr ein, was man machen kann. Es gibt vielleicht noch, ich habe zum Beispiel hier, habe ich so eine Kollektion von Aktionen. Ich weiß gerade nicht mehr genau, von wem die war. Das war, glaube ich, die Astronomy Tools sind das, glaube ich. Könnt ihr mal googeln. Ich glaube, das kommt dann. Oder ich packe auch den Link in die Beschreibung rein. Und da kann man vielleicht noch ein paar Sachen ausprobieren. Man könnte zum Beispiel, ich mache mal eine neue Ebene, ich könnte mal zum Beispiel ausprobieren, was ich immer gerne mache, ist zum Beispiel dieses Enhanced DSO and Reduce Stars. Mache ich ab und zu mal, oder das drüber. Wobei ich finde, dass das oben drüber Lighten Only DSO, also DSO heißt für Deep Sky Object, und Sterne verkleinern. Ich mache mal das. Ich mache das ab und zu mal noch drauf, aber der Effekt ist dann auch ein bisschen zu krass teilweise. Da müsste man halt dann entweder, also in sich ist es der ähnliche Effekt, den ich vorhin mit dem Starless Bild erzeugt habe, nur halt in Photoshop intern, aber halt nicht so sauber. Und man müsste halt jetzt darauf auch das nochmal deutlich anpassen, dass da der Hintergrund dunkler wird. Und dann halt auch noch die Opacity runternehmen.
Und das wäre jetzt ein Vorher-Nachher. Ich finde es tatsächlich gar nicht so schlecht. Ich mache das mal auf die gute 33%-Regel. Wenn was nicht gut aussieht, dann pack es auf 33%, dann wird es gut aussehen. Aber das passt, finde ich. Ich glaube, das kann man sogar fast schon nochmal hinzufügen. Was man dann ab und zu mal noch machen kann, ist zum Beispiel Local Contrast Enhancement. Aber ich finde, in dem Bild ist so viel Kontrast schon drin. Alleine in dem Bereich hier ist halt so krass strukturiert, dass man da eigentlich nichts mehr hinzufügen muss. Also wirklich jetzt mal, abgesehen davon, dass man vielleicht noch ein bisschen Belichtungszeit hinzufügen muss, damit diese bisschen rauschigen Ecken hier noch ein bisschen rauscharmer werden, finde ich, ist das Bild eigentlich wirklich echt gut geworden. Das hat mich echt umgehauen, als ich das zum ersten Mal bearbeitet habe. Und ich finde sogar tatsächlich, dass diese Version jetzt noch ein bisschen besser bearbeitet ist als die originale Version, die ich hatte. Und denke mal, werde die dann ersetzen durch die jetzt. Aber ja, ich muss jetzt, denke ich mal, zum Ende kommen, weil es gibt halt tatsächlich wirklich nichts mehr, was ich jetzt an dem Bild machen würde, außer halt zu speichern. Ich hoffe, das war ein kleiner Einblick. Ich werde auch noch ein paar andere Videos machen. Ich werde es jetzt nicht nur bei dem Deep Sky Bild lassen. Ich werde wahrscheinlich noch in Zukunft ein paar andere Objekte auch bearbeiten mit euch zusammen. Und ich habe auch tatsächlich vor, so eine Videoserie zu machen, wo ich euch immer mitnehme. Also quasi so nicht Vlog-Style, aber einfach so allgemeine Behind-the-Scenes-Videos zu den Aufnahmen, dass ich auch noch ein paar Sachen filme, wie ich da am Teleskop irgendwas am Vorort ein bisschen was mache oder mit dem Aufnahmeprogramm ein bisschen rumspiele und dort auch euch Sachen zeige und dann halt immer die Bearbeitung immer so ein bisschen mit drin. Ich denke mal, sowas werde ich vielleicht auch machen. Und halt auch diesbezüglich auch Weitwinkelbilder und sowas werde ich, denke ich mal, auch ein paar Tutorials rausbringen mit verschiedenen Sektoren. Und ja, ich denke mal, ich lasse es jetzt dabei. Ich hoffe, wie gesagt, euch hat das Video weitergeholfen und ihr habt vielleicht ein paar hilfreiche Sachen mitgenommen. Ich hoffe, das Bild gefällt euch auch. Also mir gefällt es zumindest sehr gut. Ich würde sogar fast schon sagen, dass das eins meiner besten Bilder überhaupt ist. Und ich denke mal, dass ich noch viele in dieser Art aufnehmen werde. Aber ja, bevor ich jetzt hier noch endlos weiterrede, ich wünsche euch viele klare Nächte und bis zum nächsten Video.